Hallo zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Bahar Yılmaz und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich was ganz, ganz Besonderes für dich und zwar es geht um sexuelle Energie und wie du diese Energie für deine spirituelle Entwicklung nutzen kannst. Bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich einen Dank aussprechen an dich, dass du mich unterstützt, dass du diese Videos teilst und likest und wie auch immer. Und wir freuen uns über jedes Feedback, das wir erhalten und auch natürlich über Verbesserungsvorschläge. Und erst neulich haben wir eine E-Mail bekommen von einer Person, die darum gebeten hat, dass ich doch mal versuchen sollte, weniger in meinen Videos zu kichern. Das würde das Ganze professioneller machen in ihren Augen und ja, ich sollte einfach mal versuchen, ernsthafter zu sein. Ich musste wirklich schmunzeln, als ich dieses Mail gelesen habe, weil das kann ich nicht. Weil um ernsthafter sein zu können, müsste ich mich selber auch ernst nehmen. Das tue ich aber nicht. Und ich werde wahrscheinlich in jedem Video weiter kichern und weiter lachen und mich über mich selber lustig machen, weil das ist für mich und meine Arbeit das Wichtigste, dass ich über mich selber lachen kann, dass der Humor bleibt, dass die Leichtigkeit bleibt und das ist nämlich auch die Sprache unserer Herzen. Unsere Herzen, die schreien sozusagen nach Leichtigkeit und Lachen und das versuche ich hier in diesen Videos auch ein bisschen ja, rüberzubringen. Und das andere ist wirklich, ich habe ein großes, großes Thema, mich selber ernst zu nehmen. Ich kann es einfach nicht. Und das erleichtert mir aber das ganze Thema, denn die Spiritualität und auch alle Themen, die damit verwandt sind, man kann es auch ganz anders angehen. Man kann es ernst angehen, man kann es professionell angehen mit Skript und Plan, aber das kann ich leider nicht. Und vielleicht gibt es da draußen Menschen, die das sympathisch finden, vielleicht gibt es Menschen, die das nicht sympathisch finden, aber für mich ist das Wichtigste, dass ich mir selber treu bleibe und das kann ich nur, wenn ich mich selber nicht ernst nehme. Okay, so viel dazu. Jetzt zu unserem Thema. Sexuelle Energie. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Das war vor ein paar Monaten bei einem Channeling im Rahmen von der Channeling-Ausbildung in Ingolstadt. Hat ein Channeling stattgefunden zusammen mit mir. Das heißt, ich bin in Tieftrance gegangen und mit Hilfe von Jeffrey wurde ein Wesen in meinen Körper eingeladen, das der Gruppe Informationen geben kann, die für die Gruppe wichtig sind, damit sie sich besser und schneller entwickeln kann. Und bei solchen Channelings wissen wir eigentlich nie, wer oder was kommt. Wir lassen es komplett offen und vertrauen darauf, dass die Quelle entscheiden kann, welches höhere, intelligente Wesen uns weiterhilft. Und in diesem Fall hat sich ein Wesen gemeldet und er nannte sich Josh. Er war schon mal inkarniert auf unserer Erde und stammt aus der germanischen Kultur. Und man würde ihn wahrscheinlich heute als eine Art von Sexual Healer, also sexuellen Heiler, bezeichnen. Wobei Sex oder sexuell rein gar nichts mit dem zu tun hat, was die meisten Menschen heute darunter verstehen. Dazu komme ich gleich noch. Was ganz spannend war, ist, dass Josh die sexuelle Energie beschrieben hat als die dichteste Form von Lebensenergie, die es in uns Menschen gibt. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, dass diese Energie die Schöpferenergie ist, die stärkste Schöpferenergie, die uns zur Verfügung steht. Josh wurde in dieser Gruppe auch gechannelt, weil anscheinend die Gruppe die sexuelle Energie noch zu wenig nutzt. Egal, ob das fürs Channeln ist, aber auch sonst in anderen Bereichen des Lebens. Was sagt es uns? Es sagt uns, dass die sexuelle Energie, so wie wir das verstehen, auf eine sehr geringe Bedeutung zurückgeführt wird. Sexuelle Energie ist weitaus mehr als das, was wir glauben, dass es das ist. Weil die meisten Menschen, wenn man von Sex oder sexueller Energie spricht, denken sofort an normalen Sex, das heißt zwei Menschen, die zusammen sind und einen sexuellen Austausch pflegen. Aber das ist es nicht. Für Sex benötigst du keinen Partner, für Sex benötigst du kein Gegenüber. Sexuelle Energie ist etwas, was in uns allen drinsteckt. Und diese Energie können wir entfachen, wir können sie ins Fließen bringen. Wir können sie verstärken in uns und das wird sich positiv auswirken auf alle Bereiche unseres Lebens.
Das war wahrscheinlich vor circa 4 Jahren, als ich begonnen habe, ein Buchkonzept zu schreiben. Dieses Buchkonzept bezieht sich zu 100% auf sexuelle Energie und wie man diese Energie zu spirituellen Zwecken nutzen kann. Das Buch steht sozusagen so ein bisschen in der Schublade oder liegt da drin. Und wenn die Zeit reif ist, dann wird es wahrscheinlich veröffentlicht werden. Im Moment, denke ich, ist die Zeit noch nicht reif, aber es wird kommen. Das heißt, ich habe mich mit diesem Thema schon früher auseinandergesetzt, weil ich immer spürte, dass wir Menschen das reduzieren, Sex, sexuelle Energie auf etwas reduzieren, was es nicht ist. Es ist weitaus mehr als das. Und wenn wir nochmal auf das Channeling zurückgehen, das wir mit Josh durchgeführt haben, er betont immer wieder, dass wenn wir diese dichteste Form von Lebensenergie intelligent und sinnvoll nutzen, dass wir beginnen zu strahlen, dass wir beginnen uns selbst zu heilen, dass wir beginnen wirklich in unsere Kraft zu kommen. Aber wie können wir das tun? Und da möchte ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, ein paar Dinge, die du einfach mal für dich ausprobieren kannst. Das Wichtigste bei der sexuellen Energie ist, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt, dass du dich dir selber näherst, und zwar mit Hingabe. Hingabe ist in meinen Augen ein Schlüsselwort in der spirituellen Szene oder ein Schlüssel, der dir viele Tore öffnen kann zu einer spirituellen Entwicklung. Wenn wir uns tatsächlich und mit allem, was wir sind, etwas hingeben, dann geben wir der Quelle Möglichkeiten, wie sie uns inspirieren kann. Für mich sind Hingabe und Inspiration eins. Das heißt, wenn ich mich etwas hingebe, dann erlaube ich es diesem etwas, was es auch immer ist, es kann auch eine Situation sein oder ein Mensch, ich erlaube dem, dass es mich inspiriert, dass es mich begeistert, dass es mich nährt aus der Seele heraus. Und wir sind da sehr zurückhaltend geworden. Das heißt, wir lassen uns eigentlich auf nichts mehr richtig ein. Wir lassen uns nicht inspirieren. Wir lassen nicht zu, dass diese Energie, ich nenne sie jetzt nicht sexuelle Energie, aber es ist die gleiche, dass die übersprudelt und dass sie ansteckend wirkt. Menschen, die diese sexuelle Energie sinnvoll nutzen, sind charismatisch, sie strahlen. Sie haben eine Anziehung auf andere Menschen, auf Kinder, auf Tiere, weil sie sind wie ein Stern. Und das steckt in uns allen drin. Das ist nicht nur für wenige da, sondern das ist in uns allen. Das heißt, versuch mit jedem Tag etwas mehr Hingabe zu zeigen. Dich mehr inspirieren zu lassen, von was auch immer. Und für mich ist die größte Inspiration der Mensch und die Natur. Aber gleichzeitig kann ich mich eigentlich von allem und jedem inspirieren lassen. Das heißt, es kann auch sein, dass es mal ein schönes Auto ist, von dem ich mich inspirieren lasse, oder ein Apple-Produkt oder was auch immer. Das heißt, alles, was wir hier heute auf der Erde vorfinden, das ist auch Manifestation der Schöpferkraft in uns. Und es kann uns inspirieren, wenn wir uns dem öffnen. Das Wichtigste dabei ist, dass du sehr achtsam und bewusst umgehst mit deinem Leben, mit jedem einzelnen Tag, dass du jeden einzelnen Tag dazu nutzt, mehr Hingabe zu entwickeln, zu was auch immer du gerade tust, ob es Kochen ist, ob es ein Gespräch ist, ob es was auch immer es ist, versuch Hingabe hineinzugeben. Versuch dein Herz zu öffnen und die Quelle wird dir immer mehr und mehr Möglichkeiten schicken, wie du noch mehr Hingabe in deinem Leben erfahren kannst. Wir wissen, dass die sexuelle Energie in unserem Körper im Becken- und Hüftbereich lokalisiert ist. Und für viele Menschen ist dieser Bereich des Körpers da, natürlich, es ist da, existent, aber sie vergessen diesen Bereich. Das heißt, ich würde dir empfehlen, öfters mal einfach die Hände auf den Bauch zu legen, zu versuchen, da hineinzuatmen, zu spüren, wie dein Beckenboden dich stabil hält, aber auch zu spüren, wie du den Beckenboden loslassen kannst. Bewegung und Sport ist da ganz, ganz wichtig, denn die Hüften benötigen bewusste Bewegung. Das heißt, durch die Bewegung, durch bewusste Berührungen können wir diese sexuelle Energie dort wieder ins Fließen bringen. Und die sexuelle Energie befindet sich natürlich nicht nur dort in diesem Bereich unseres Körpers, sondern überall.
Man weiß auch, dass über die Haut die sexuelle Energie stimuliert werden kann. Und ein Geheimtipp von mir an dich ist, versuch so viel wie nur möglich nackt zu sein. Das heißt, keine Kleidung zu tragen. Am besten funktioniert das nachts beim Schlafen oder auch natürlich tagsüber, wenn es gerade passt, wenn du zu Hause bist, dann entblöße dich und sei einfach nackt. Spür deine Haut, spür deinen Körper, das ist eine unglaublich intensive Erfahrung. Ab und zu, wenn ich Dinge über sexuelle Energie auf Facebook poste, kommen dann immer wieder Kommentare von Menschen, die sagen, ja, wie soll ich denn das mit der sexuellen Energie anstellen? Ich bin Single. Ich kann das nicht aktivieren. Es ist so, für die Aktivierung deiner sexuellen Energie benötigst du niemanden. Du benötigst nur dich selber. Denn es ist so, viele Menschen, die auch in der Partnerschaft keine sexuelle Erfüllung finden, es liegt selten daran, dass der Partner das nicht hinbekommt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Es liegt daran, dass die Person sich selber in ihrer eigenen sexuellen Energie nicht wohlfühlt, sich nicht auskennt und mit dieser sexuellen Energie nicht umgeht. Das ist halt selten etwas mit unserem Gegenüber zu tun. Aber was machen wir häufig? Wir machen andere Menschen dafür verantwortlich, wie es uns geht. Du hast die Verantwortung dafür, wie es dir geht. Und gleichzeitig hast du auch die Verantwortung dafür, deine sexuelle Energie wieder ins Fließen zu bringen oder eben nicht. Ich kann dir nur mit auf den Weg geben, dass es definitiv lohnenswert ist. Es wird sich auf alle Bereiche in deinem Leben positiv auswirken, wenn du versuchst, jeden Tag mehr Hingabe zu entwickeln, dich mehr inspirieren zu lassen. Und diese Liebe, diese Energie der Liebe, möchte ich jetzt mal die sexuelle Energie nennen, dass du die überall spüren kannst, egal wo du bist, egal was du machst, egal mit wem du bist. Und ich bin ein großer Fan von Rumi, ein Sufi-Meister. In vielen Gedichten von Rumi könnte man denken, dass er von Sex spricht. Da geht es um den Geliebten, da geht es um den Trunk der Liebe, dass man sich da hineinfallen lassen sollte und so weiter. Aber er spricht nicht von Sex, sondern er spricht von dieser Energie, die wir entfachen können, wenn wir uns etwas hingeben, wenn wir uns dem Göttlichen hingeben, wenn wir uns der Liebe in uns hingeben. Und dieses Video ist vielleicht etwas anders wie die ich schon gemacht habe, weil du merkst auch, diese Dinge kann man sehr schwer nur in Worte fassen. Es geht wirklich darum, es zu spüren. Es geht darum, es sich zu erlauben zu spüren. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Wenn du diese sexuelle Energie mit jedem Tag intelligenter für dich nutzt, dann wirst du auch zu einem Menschen, der andere Menschen begeistert, der andere Menschen anstecken kann, der andere Menschen auch etwas geben kann. Diese sexuelle Energie, und ich möchte die Energie vielleicht jetzt einfach mal als Lebenskraft bezeichnen, die wird über dich hinaus sprudeln und rausgehen in die Welt. Und das ist das Wichtigste, dass jeder einzelne Mensch in sich dieses Licht erkennt und beginnt mit jedem Tag mehr zu leben und mehr weiterzugeben. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein bisschen diese übersprudelnde Lebensenergie hinüber transportieren zu dir nach Hause. Ich freue mich, wenn du gewisse Dinge versuchst umzusetzen und beginnst, mehr Hingabe zu entwickeln, so egal was du tust. Und denk daran, unser Leben besteht aus Tagen. Es ist dein Leben ist eine Komposition aus verschiedenen Tagen. Versuch jeden Tag etwas zu tun, was dich weiterbringt auf deinem Weg. Und denk nicht daran oder red dir nicht ein, okay, ich mache es morgen, ich mache es übermorgen, ich mache es nächste Woche oder im nächsten Monat. Tu es heute, denn jeder Tag ist kostbar. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Und ich wünsche dir wundervolle Tage, ich wünsche dir viel Inspiration bei was auch immer du tust und vor allem viel Inspiration mit dir selber, denn du bist das Kostbarste, was die Quelle jemals hervorgebracht hat. Ich danke dir. Namaste und see you.